Die Bürgerversammlung, um die es heute geht, umfasst die Bereiche 6, 7 und 8 in der Mitte Nürnbergs. Das unter Denkmalschutz stehende ehemalige Quelle-Versandzentrum wird in den nächsten Jahren zu einer gemischt genutzten Immobilie umgewandelt. Das neue Quartier mit dem Namen The Q sieht Wohnen, Büro, Gastronomie, Einzelhandel und soziale Einrichtungen wie zum Beispiel eine Kita vor. Im vorderen, zur Fürther Straße hingerichteten Bauteil haben die Baumaßnahmen im Frühjahr 2021 begonnen. Die Stadt Nürnberg wird hier ein kommunales Dienstleistungszentrum für Bürgerinnen und Bürger einrichten. Im Erdgeschoss dieses Bauteils findet Einzelhandel Raum. Der Einzug des Dienstleistungszentrums erfolgt 2024. Im Gebäudeteil zwischen Wandererstraße und Adam-Klein-Straße starten noch in diesem Jahr die Planungen für 450 Wohnungen und ergänzende gewerbliche Nutzungen. Zwischen Wandererstraße und Bahnlinie sind etwa 150 geförderte Wohnungen geplant. Insgesamt werden 700 Millionen Euro in das Gesamtprojekt investiert. Im ehemaligen Quelle-Heizhaus haben sich bereits Akteure aus dem Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft angesiedelt. Auf dem nördlichen Bereich des ehemaligen AEG-Areals soll ein urbanes Wohnquartier geschaffen werden. Insgesamt entstehen 930 bis 1100 Wohneinheiten für etwa 2200 Bewohnerinnen und Bewohner. 30% des Wohnungsbaus sind gefördert. Die Kleingärten am westlichen Rand des Areals sowie die bestehende Wohnbebauung bleiben erhalten. Zusätzlich werden öffentliche Grünflächen und eine Kindertagesstätte geschaffen. Baubeginn soll im Jahr 2023 sein. Außerdem soll auf dem Gelände der neue Technologiecampus der TH Nürnberg gebaut werden. Ab 2024 wird hier zu den Themen Mobilität, Wasserbau, autonome und intelligente Systeme geforscht. In den verschiedenen Laboren und Büros werden 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten. Der neue Technologiecampus ergänzt den Wissenschaftsstandort auf AEG. Denn den südlichen Teil des ehemaligen AEG-Areals hat die Stadt Nürnberg in den letzten 10 Jahren gezielt zu einem Standort für Wissenschaft, Gründung, Vernetzung und Kultur aufgewertet. Auf dem Areal sind Forschungseinrichtungen und Lehrstühle in den Bereichen Energietechnik und Smart Cities. Neu auf dem Areal ist der Inkubator, das Nürnberger Innovations- und Gründerzentrum für Energie, Green Tech und Nachhaltigkeit. Die Josef-Stiftung Bamberg errichtete in der Adam-Klein-Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Quellepark eine Wohnanlage. Die 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen sind barrierefrei und verfügen über Balkone und eine Tiefgarage. Durch staatliche Förderung können die geförderten Neubauwohnungen für Interessierte, die bestimmte Einkommensgrenzen einhalten, zu tragbaren Kaltmieten von 5,50 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Das Gebäude wurde im Juli 2021 fertiggestellt. Auf einem ehemaligen Bahngrundstück in der Georg-Hench-Straße entstehen 131 Wohnungen mit Tiefgarage und Gewerbe im Erdgeschoss. 47 Mietwohnungen sind staatlich gefördert. Der Baubeginn erfolgte im Frühjahr 2019. Fertigstellung ist für Frühjahr 2022 geplant. Das Siedlungswerk Nürnberg hat 2020 136 Wohnungen in der Flaschenhofstraße gebaut. Es entstand ein Mix aus 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen in 3 Häusern. Alle Wohnungen verfügen über Balkon oder Terrasse. Der Verein Wohnen und Integration e.V. errichtete auf dem Nachbargrundstück des Siedlungswerks 35 Mietwohnungen, davon 8 gefördert. Beim generationenübergreifenden Wohnkonzept steht das Miteinander und die gegenseitige Unterstützung im Mittelpunkt. Aus diesem Grund wurde ein großer Gemeinschaftsraum in das Bauvorhaben integriert. Auf dem ehemaligen Grundstück der Zeltner Brauerei in der Nürnberger Altstadt am Palmenhof entsteht seit August 2021 ein 5-geschossiges Gebäude mit 8 Mietwohnungen und einem 2-gruppigen Kindergarten. Die Fassade wird sich in die umliegenden Bauten einfügen. Der Innenhof wird grün und erhält eine einfache Sandspielfläche und eine Hängematte. Die Außenspielflächen des Kindergartens werden hinter der Stadtmauer errichtet. Unter dem Grundstück befinden sich die Überreste der ehemaligen Brauerei in Form eines alten Bierkellers. Dieser wurde um 1940 als Luftschutzbunker umfunktioniert und steht heute unter Denkmalschutz. Die Bunkeranlage wurde statisch so weit ertüchtigt, dass die Bebauung erfolgen kann. Insgesamt werden 5,2 Millionen Euro investiert.
Mit der Fertigstellung wird Anfang 2023 gerechnet. Das Kohlenhof-Areal zählt derzeit zu den größten innerstädtischen Entwicklungsgebieten für gewerbliche Ansiedlungen. Auf dem ehemaligen Güterumschlagplatz ist bereits der sogenannte Orange Campus entstanden, der unter anderem die neue Unternehmenszentrale der GfK beherbergt. Drei weitere Bürogebäude sind in Planung. Im östlichen Bereich des Areals wird bis 2025 das Büroprojekt Icon realisiert, das mit herausragender Architektur und 17 Geschossen ein städtebauliches Ausrufezeichen setzen wird. Weitere Büroflächen entstehen in dem etwas kleineren Güterwerk, künftiger Sitz des Pharmaunternehmens Novartis, sowie durch die Revitalisierung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes des Hauptgüterbahnhofs. Der Steinbühler Park wird sowohl für die Angestellten als auch für die Allgemeinheit nutzbar sein. Ein Café und ein Restaurant im Erdgeschoss des Icon runden die Planung ab. Nach dreijähriger Bauzeit wurde der Augustinerhof-Komplex im Sommer 2021 fertiggestellt. Der Eingang zum Augustinerhof befindet sich an der Tuchgasse. Durch ein großes Tor gelangt man in einen langgezogenen Hof, der als Fußgängerzone bis zum Haupteingang des Deutschen Museums führt und in einer Freitreppe am Ufer der Pegnitz endet. Mittelpunkt ist das im September 2021 eröffnete Deutsche Museum Nürnberg, das zu einem spannenden und aufschlussreichen Blick in die Zukunft einlädt. Der zweite große Nutzer des Komplexes ist das Vier-Sterne-Hotel Karl August mit etwa 120 Zimmern. Die Firma Wörl errichtet am Ort des früheren Sportkaufhauses ein neues Erlebniskaufhaus mit Bekleidungs- und anderen Sortimenten. Der offene Neubau wird nach seiner Eröffnung im Jahr 2022 einen wichtigen Beitrag zum Innenstadterlebnis leisten. Anstelle des früheren Schuhhauses Leiser in der Breitengasse entsteht ein mehrgeschossiger Neubau mit einem Hotel, Gastronomie und Einzelhandel. Das Hotel ist auf längere Bleibezeit ausgerichtet. Die Bauarbeiten sollen 2022 abgeschlossen sein. Entlang der Bahnhofstraße zwischen Marientunnel und dem Neubau der Technischen Hochschule werden 4 Bürogebäude mit jeweils 5 bis 6 Geschossen errichtet. Die Flächen sind bereits alle vermietet. Zu den Mietern zählen unter anderem das Gesundheitsministerium, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Deutsche Bahn, Wirtschafts- und IT-Unternehmen, zum Beispiel die KPMG oder Capgemini, sowie Gastronomie und Einzelhandel. Im Jahr 2023 soll das Gesamtprojekt abgeschlossen sein. Die Bahnhofstraße wird anschließend grüner und freundlicher gestaltet sowie mit breiteren Gehwegen und einem Radweg ausgestattet. Der Knotenbereich Bahnhofstraße nördlich des Marientunnels wird bereits im Jahr 2022 umgestaltet, nachdem die aktuellen Kanal- und Gleisbauarbeiten abgeschlossen sind. Zur Weiterentwicklung der Nürnberger Innenstadt hat die Stadt Nürnberg zusammen mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken die Nürnberger City-Werkstatt ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren aus Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Tourismusbranche und Kultur wurde daran gearbeitet, die Aufenthalts- und Erlebnisqualität zu steigern, die Innenstadtquartiere zu aktivieren und die Konvenienz zu erhöhen. Die Projekte sind unter anderem ein regionaler Lieferdienst, Pop-up-Stores, eine neu aufgelegte sogenannte Summer Street in der Adlerstraße, ein neuer begrünter lebendiger Platz wie 2021 am nördlichen Lorenzer Platz und eine digitale Kampagne, die die Besonderheit Nürnberger Quartiere herausstellt. An der Nordseite des Wörthersees in der Nähe des Kirchweihplatzes Wörth gibt es seit 2019 das Café Strandgut. Betreiber des Cafés ist die Gastronomie und Toleranz GmbH, ein Tochterunternehmen der Lebenshilfe Nürnberg. Angegliedert ist ein öffentliches, vollständig behindertengerechtes WC als sogenannte Toilette für alle. Die U-Bahn-Überdeckung am Plärra muss dringend saniert werden. Diese Gelegenheit nutzt die Stadt Nürnberg, den Platz neu zu ordnen und grüner zu gestalten. Ein Ziel ist zusätzliche, sicherere und barrierefreie Fuß- und Radwege. Auch aus der Bürgerbeteiligung war dieses Bedürfnis und der Ruf nach mehr Grün deutlich. Der Entwurf sieht nun über 100 zusätzliche Bäume vor. Um den ehemaligen Brunnen zieht sich eine ringförmige grüne Wand, in dem ein kleines Café Platz hat. Zusätzlich sollen Spiel- und Wasserflächen den Platz aufwerten.
Die Umsetzung der Planung soll zeitnah erfolgen. Der Entwurf zeigt auch Ideen für eine weitere Entwicklung auf, in der der Plärrer mit weniger Autos belastet wird. Der Obstmarkt ist in einem schlechten baulichen Zustand und soll umgestaltet werden. Er soll künftig als urbaner Platz mit Bäumen, Brunnen und Sitzgelegenheiten erlebbar sein. Dafür wird der Autoverkehr und die Durchgangsgeschwindigkeit reduziert. Auch das Umfeld der Frauenkirche als Bindeglied zwischen Haupt- und Obstmarkt wird in die Planung mit einbezogen. In diesem Zusammenhang sollen auch die temporären, heute am Chor der Frauenkirche angeordneten Container bei Großveranstaltungen neu geordnet werden. Bereits 2013 gab es eine Bürgerbeteiligung und erste Pläne für die Umgestaltung des Obstmarkts, die aber nun unter nachhaltigen und zukunftsgerichteten Gesichtspunkten überarbeitet und klimafreundlicher gestaltet wurden. Die überarbeiteten Pläne konnten Interessierte Anfang 2020 erneut einsehen und kommentieren. Daraufhin wurde die Entwurfsplanung erarbeitet. Der Baubeginn ist für 2023/24 geplant. Der Stadtrat hat im Juli 2021 beschlossen, die Fußgängerzone zu erweitern. Die Königsstraße zwischen Königstorgraben und Hallplatz mit Theatergasse, Johannesgasse und Königstormauer werden neu zur Fußgängerzone. Eine Querung als Einbahnstraße bleibt über die Claragasse, Pointgasse und Bauhof zur Lorenzer Straße noch möglich. Die Zu- und Ausfahrt zum bewirtschafteten Parkplatz von der Lorenzer Straße bleibt erhalten. Die Zufahrt zur Königstormauer jedoch nicht. Dabei werden die Stellplätze am Bauhof reduziert. Außerdem soll die Färberstraße ab Frauengasse mit Brunnengasse Fußgängerzone werden. Radverkehr wird in den neuen Fußgängerzonen ganztägig in beide Richtungen zugelassen werden. Die neuen Fußgängerzonen werden im Frühjahr 2022 eingeführt, sobald die Witterung Markierungsarbeiten zulässt. Die Einrichtung wird vorerst von mobilen Grünelementen unterstützt. Dauerhafte Baumpflanzungen sind aber angestrebt. Der Hallplatz muss nach 20 Jahren saniert werden und wird jetzt neu gestaltet. Um das Kunstwerk Flucht und Vertreibung herum werden große Bäume locker über den Platz verteilt. Unter und neben den Bäumen sind neue Sitzbänke vorgesehen. Die Großbäume sorgen mit ausreichend Schatten für Aufenthaltsqualität und bilden einen schönen Übergang in die neue Fußgängerzone in der Königstraße. Die Luitpoldstraße ist durch die vielen Aufgrabungen und die gewachsene Verkehrsbelastung durch Lieferfahrzeuge in einem schlechten Zustand und wird in den Jahren 2022/2023 erneuert. Die vorhandenen Bäume werden durch weitere ergänzt. Die Maßnahme kostet 2,8 Millionen Euro und wird aus dem Bund-Länder-Städtebau-Förderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt sowie dem Sonderfonds Innenstädtebeleben gefördert. Alle bisher kostenfreien Parkplätze in der Altstadt sind ab Dezember 2021 auf zwei Arten kostenpflichtig nutzbar. Von Montag bis Sonntag von 8 bis 22 Uhr sind sie Bewohnerparkplätze. Anwohnende mit gültigem Bewohnerparkausweis dürfen hier unbegrenzt parken. Weiterhin ist das Parken gegen eine Gebühr für eine Höchstparkdauer von 4 Stunden erlaubt. Alle weiteren Parkplätze wie Behindertenstellplätze, Taxi, eingeschränkte Halteverbotszonen bzw. Ladezonen bleiben bestehen wie bisher. Die Lorenzer Passage wird ab Mitte 2022 erneuert. 2020 wurde mit dem Warenhaus die Vereinbarung geschlossen, das Zwischengeschoss aufzuwerten, um den Erhalt des Warenhauses zu unterstützen. Die Passage wurde 1978 mit dem U-Bahnhof Lorenzkirche als Zugangs- und Verteilergeschoss errichtet. Bei der Aufwertung wird auf die nostalgische Gestaltung Bezug genommen, jedoch in moderner und zeitgemäßer Form mit mehr Licht und Freundlichkeit. Der Abschluss der Arbeiten ist für Ende 2023 vorgesehen. Die Westseite der Sporstraße wurde von einem Investor neu gestaltet. Dabei wurde der Querschnitt der Sporstraße komplett überplant. Im Anschluss wird nun im Jahr 2022 der Ostteil von der Stadt umgebaut und die Parkplatzverhältnisse neu geregelt. In der Hautstraße wurden 2020/2021 auf der Ostseite ein durchgehender breiter Gehweg, Parkplätze und 5 Baumscheiben errichtet. In der Leitzstraße wurde 2021 nach Abschluss der Hochbaumaßnahme auf beiden Seiten der Gehweg wiederhergestellt. Bereits 2020 wurde nach der Kanalbaumaßnahme die Fahrbahndecke erneuert.
Die Georg-Strobel-Straße zwischen Harmoniestraße und Merkelsgasse wurde bis Mai 2021 erneuert. Gleichzeitig wurden die Gehwege verbreitert, Radständer installiert, das Parken neu geordnet und der lärmintensive Großsteinpflasterbelag durch Asphalt ersetzt. Inzwischen haben sich viele Bewohnerinnen und Bewohner bereit erklärt, Baumpatenschaften zu übernehmen. Die Maßnahme kostet 1,5 Millionen Euro. Seit Oktober 2020 wird der U-Bahnhof Muggenhof generalsaniert. Der Zugang Richtung Nürnberger Stadtgebiet ist künftig vom Straßenniveau erreichbar. Die Unterführung kann hierdurch entfallen. Beide Aufzüge werden vergrößert, auch die Fassade der Station erneuert. Die Maßnahme soll 2023 abgeschlossen werden. Im Bereich Bartholomäusstraße, Bauvereinstraße und Wördertalübergang wurde der Knoten neu gestaltet und Fahrradwege ausgewiesen. Die Baumaßnahmen wurden im April 2021 abgeschlossen. Das Gelände der ehemaligen Kulturbrauerei in der Sielstraße soll mit Wohnungen, einer Kita, einer Mensa für die Schule und Einzelhandel bebaut werden. Die Fläche des jetzigen Biergartens mit ihrem wertvollen Baumbestand wird eine öffentliche Grünfläche und steht dann allen Erholungssuchenden zur Verfügung. Ein Architekturbüro aus München gewann mit seinem Vorschlag zur Bebauung den Wettbewerb. Aus diesem Ergebnis soll ein Rahmenplan entwickelt werden, der die Basis für weitere Planungsschritte und die Bürgerbeteiligung sein wird. Seit August 2021 wird der Bolzplatz in der Austraße komplett saniert. Künftig gibt es zwei Spielfelder, damit mehrere Gruppen den Platz gleichzeitig nutzen können. Neben Fußball können sie auch Hand- und Basketball spielen. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen kam, wenn Jugendliche über den 2 Meter hohen Zaun zum angrenzenden DB-Werk kletterten, wird dieser abgerissen und durch einen 6 Meter hohen Ballfangzaun ersetzt. Alle Flächen sind wasserdurchlässig, sodass kein Regenwasser abgeleitet werden muss. Die Zugänge zu den Spielfeldern sind barrierefrei und verfügen über Tore, die auch mit einem Rollstuhl problemlos passiert werden können. Im Anschluss verschönern Jugendliche aus dem Quartier die Wände um den Bolzplatz mit künstlerischen Graffitis. Der Jamnitzer Platz ist für Gostenhof eine zentrale Grünanlage. Er war in die Jahre gekommen und erfüllte nicht mehr die Anforderungen an einen attraktiven Aufenthaltsort für Jung und Alt. Die Grünfläche wurde daher ab Juni 2021 neu gestaltet. Im Vorfeld gab es verschiedene Beteiligungen, um möglichst viele Wünsche der Anwohnerinnen und Anwohner zu berücksichtigen. Der Jamnitzer Platz kann seit Ende 2021 teilweise wieder genutzt werden. Manche Flächen werden zum Schutz und besseren Anwachsen noch bis Mitte 2022 abgesperrt bleiben. Brunnen und Wasserspielplatz werden erst nach Ende der Frostperiode wieder eingeschaltet. Auf dem Gelände des ehemaligen Peststadels am Ägidienplatz entsteht ein neuer Pocketpark. Das Areal grenzt südlich an das Scharrer-Gymnasium und westlich an das Pellerhaus an. Über 10 Jahre wurde die Grünfläche als Baustelleneinrichtung und Parkplatz für den Wiederaufbau der Pellerhoffassade genutzt. Die Fläche soll ab Herbst 2022 neu gestaltet werden. Dann ist sie eine kleine grüne Oase in der dicht besiedelten und stark versiegelten Altstadt. Die Dr. Erich-Mulzer-Straße wird künftig verkehrsberuhigt und schmaler. So entsteht Platz für 3 Straßenbäume mit Sitzmöglichkeiten. Der Abschluss der Arbeiten ist für Frühjahr 2023 geplant. Die Stadt Nürnberg erwarb den ehemaligen Quelle-Parkplatz, um dort den Quartierspark Eberhardshof gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu entwickeln. Seit 2019 wurde der Park mit 80 neuen Bäumen, einer Obstbaumwiese, einem Brunnen, Sport- und Spielbereichen sowie Sitzmöbeln gestaltet. Zwischen dem Quelle-Park, der Augsburger Straße und hin zur Haßstraße wurde nun bis Ende des Jahres 2021 eine Grünverbindung mit 16 Bäumen, Blühsträuchern und einer Blumenwiese geschaffen. Das Klärwerk 1 in Muggenhof ist seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 1931 stetig gewachsen. In den nächsten Jahren wird es deshalb umfassend erneuert. Eine besondere Herausforderung ist die Durchführung der Baumaßnahmen bei laufendem Betrieb und begrenztem Platz. Deshalb ist eine Bauzeit von 25 Jahren vorgesehen. Zurzeit laufen die Planungsarbeiten.
In unmittelbarer Nachbarschaft zum Klärwerk 1 liegen die Betriebs- und Verwaltungsgebäude der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg. Hier wird in den nächsten Jahren die bis zu 70 Jahre alte Bausubstanz erneuert. Damit lassen sich auch die Betriebsabläufe verbessern. Zudem wird die Umgebung durch die neuen Gebäude aufgewertet. Auf der Grundlage eines Planungswettbewerbs wurde der zu realisierende Entwurf ausgewählt. Die Planungsarbeiten laufen derzeit, der Baubeginn ist für das Jahr 2023 vorgesehen. In Nürnberg wird die Luftqualität an 5 Messstationen überwacht. Im Bürgerversammlungsgebiet liegen die Luftmessstationen Muggenhof und Jakobsplatz. Für Stickstoffdioxid geht ein Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, der durch die rote Linie in der Grafik gekennzeichnet ist. Sowohl am Jakobsplatz als auch in Muggenhof liegen die Messwerte immer deutlich unter dem Grenzwert. Auch der Jahresgrenzwert für Feinstaubkonzentration von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wird an beiden Messstationen stets sicher eingehalten. Am Jakobsplatz wird die zulässige Zahl der Überschreitungstage mit einer Feinstaubkonzentration über 50 Mikrogramm deutlich unterschritten. Die Stadt Nürnberg saniert das 1910 auf Teilen der Stadtmauer errichtete denkmalgeschützte Künstlerhaus in der Königstraße im 3. Bauabschnitt. Dabei wird auch eine neue Eingangssituation geschaffen. Zukünftig markiert das Kunstwerk Flagge zeigen den neuen Eingang. Die erforderlichen Eingriffe werden so vorgenommen, dass die Geschichte des Hauses weiterhin spürbar bleibt. Die Investitionskosten liegen bei 27,5 Millionen Euro und werden vom Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm mit 10,8 Millionen Euro gefördert. Der Umbau soll im Herbst 2022 abgeschlossen sein. Die Stadt Nürnberg sanierte seit Juli 2020 die traditionsreiche denkmalgeschützte Gaststätte Tucherbräu am Opernhaus. Die Gaststätte liegt unmittelbar vor der Stadtmauer im Zwinger östlich des Kartäusertors. Sie wurde zwischen 1946 und 1949 errichtet. Die Baukosten betrugen 6,3 Millionen Euro. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Seit November 2019 werden die Dächer und Fassaden der Grund- und Mittelschule Inselschütt sowie der Turnhalle saniert. Während der Sanierungsmaßnahmen befinden sich die Grundschülerinnen und Grundschüler in einem Schulcontainer an der Bartholomäusschule. Die Arbeiten erfolgen in 2 Bauabschnitten. Der Betrieb der Mittelschule läuft jeweils in dem Bauabschnitt, der nicht von den Bauarbeiten betroffen ist. Die Bauarbeiten sind Ende 2022 abgeschlossen und kosten 14,2 Millionen Euro. Die Bismarckschule wird momentan generalsaniert. Deshalb ist das Schulhaus augenblicklich komplett eingerüstet und verhüllt. Die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm wurde um das neue Informationszentrum erweitert. Seit November 2020 ist das neue Informationszentrum Standort der neuen Zentralbibliothek und des Rechenzentrums am Hauptcampus, der sich zwischen der Bahnhofstraße und Wörderwiese erstreckt. Das Spielzeugmuseum hat einen neuen barrierefreien Eingangsbereich. Hier werden unter dem Motto Spielen ist Dialog mit der Welt 7 vergnügliche Geschichten anhand von Hunderten von Nürnberger Spielzeugen erzählt. In den 3 Bürgerversammlungsbereichen entstehen ab 2021 viele neue Krippen, Kindergarten und Hortplätze. Nicht immer ist es der komplette Neubau einer Kindertageseinrichtung. Oft werden bestehende Häuser erweitert oder saniert und vergrößert. Im Bürgerversammlungsgebiet 6 entstehen durch 9 Bauvorhaben 132 Krippen, 275 Kindergartenplätze sowie mindestens 450 Betreuungsplätze für Grundschulkinder. Auf dem AEG Nordareal entsteht abhängig vom Umfang der Wohnbebauung ein Haus für Kinder mit bis zu 36 Krippen, 75 Kindergarten und 75 Hortplätzen. In der Fahrradstraße ist ein 4-geschossiger Wohnbau mit 20 Wohnungen geplant. Hier soll ein Haus für Kinder mit 12 Krippen und 25 Kindergartenplätzen integriert werden. Das Haus für Kinder soll bis zum Jahr 2025 in Betrieb gehen. In einer alten Gaststätte der Fürther Straße entstand ein Haus für Kinder mit 12 Krippen und 25 Kindergartenplätzen. Das Haus für Kinder ist im September 2021 in Betrieb gegangen.
Das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg baut bis 2024 in der Lenaustraße, Ecke Maximilianstraße, ein neues Studentenwohnheim. Zum Wohnheim wird eine Kinderkrippe mit 24 Betreuungsplätzen entstehen. In der Lorzingstraße besteht aktuell ein städtischer Kindergarten mit 25 Kindergartenplätzen. Bis zum Jahr 2025 plant die Stadt Nürnberg einen Ersatz- und Erweiterungsbau. Dadurch soll der Kindergarten in ein Haus für Kinder umgewandelt werden, mit dann 24 Krippen und 100 Kindergartenplätzen. Auf dem Quelle-Areal ist bis zum Jahr 2026 ein weiteres Haus für Kinder mit 24 Krippen, 75 Kindergarten und 75 Hortplätzen geplant. Am Standort der ehemaligen Feuerwache in der Reutersbrunnenstraße entsteht bis 2022 ein Modulbau für 8 Grundschulklassen mit einem ganztägigen Angebot mit 150 Plätzen für Grundschulkinder. Bis zum Jahr 2027 plant die Stadt Nürnberg nach Auszug der Berufsschule im Bestandsgebäude einen Ausbau der Grundschule mit weiteren Betreuungskapazitäten. Bis zum Jahr 2022 entsteht in der Wandererstraße ein neuer Kinderhort mit zunächst 125 Plätzen und 4 allgemeinen Unterrichtsräumen. Die Platzzahl erhöht sich um weitere 25 Plätze, wenn die 4 Unterrichtsräume nach Fertigstellung der Grundschule West nicht mehr benötigt werden. Diese wird auf dem Gelände des Zentrums für Hörgeschädigte mit einer entsprechenden Schulkindbetreuung entstehen. Im Bürgerversammlungsgebiet 7 entstehen durch 4 Bauvorhaben 100 Kindergartenplätze sowie bis zu 100 Hortplätze. Die Stadt Nürnberg plant am Fürther Tor den Bau des Emanuel-Wörl-Hauses, ein von der Emanuel-Wörl-Stiftung geförderter Kindergarten mit 50 Plätzen. Im städtischen Kinderhort an der hinteren Insel Schütt stehen aktuell 50 Hortplätze zur Verfügung. Nach der Errichtung eines Erweiterungs- und Ersatzneubaus sollen bis 2024 insgesamt 100 Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Im Palmenhof an der Spittler Tormauer wird bis zum Jahr 2022 für den Kindergarten in der Karl-Grillenberg-Straße ein Neubau mit 50 Kindergartenplätzen errichtet. Die Stadt Nürnberg saniert bis zum Jahr 2024 das Gebäude Herrenschießhaus in der unteren Talgasse für einen neuen Kinderhort mit 50 Betreuungsplätzen. Im gleichen Gebäude entsteht auch das neue Kinder- und Jugendhaus Altstadt. Im Bürgerversammlungsgebiet 8 entsteht in der Hirsvogelstraße bis 2028 eine Kinderkrippe mit 24 Plätzen. Seit 2011 das Kinder- und Jugendhaus im historischen Fünfeckturm aufgrund der geltenden Brandschutzbestimmungen geschlossen werden musste, fehlt in der Altstadt ein Treff für junge Leute. Das neue Kinder- und Jugendhaus in der unteren Talgasse schließt diese Lücke. Im ehemaligen Herrenschießhaus hat die Stadt Nürnberg wieder einen dauerhaften Standort für die offene Kinder- und Jugendarbeit in der Altstadt gefunden. Im März 2022 wurde mit dem Umbau begonnen. Die Fertigstellung ist für Dezember 2024 geplant. Um bereits vorab Angebote vor Ort zu ermöglichen, werden im Umfeld der neuen Einrichtung in regelmäßigen Abständen Freizeit- und Beratungsangebote für junge Leute angeboten. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen können insbesondere Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren seit Januar 2022 im gesamten Stadtgebiet wieder ein breites und vielfältiges Angebot in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen. Entsprechend der geltenden Corona-Vorgaben sollen wieder möglichst viele junge Menschen an den Angeboten teilhaben können. Beratungen und Einzelfallhilfen konnten während der Pandemie durchgängig aufrechterhalten werden. In der Musikschule Nürnberg erhalten über 5000 Schülerinnen und Schüler Unterricht in beinahe allen Instrumenten oder Stimmunterricht. Ensembles, Spielkreise und Orchester ergänzen das Angebot zusammen mit der Möglichkeit, Musiktheorie zu belegen. Die Zentrale der Musikschule befindet sich in der Kulturwerkstatt auf AEG. Dort gibt es zusätzlich zum Unterricht das Nürnberger Jugendorchester, den Jungen Chor Nürnberg, ein Blockflötenorchester und Bands in unterschiedlichen Stilrichtungen. Außerdem finden dort regelmäßig Konzerte unserer Schülerinnen und Schüler statt. Bei Mubikin dreht sich alles um musikalische Bildung für Kinder in Nürnberg. Ziel ist es, die Kinder vom vorletzten Kindergartenjahr bis zum Ende der Grundschule 6 Jahre lang durchgehend musikalisch zu fördern. Mubikin ist für Eltern, Kinder und die Einrichtungen kostenlos.
Mit dem Projekt Mubikin ist die Musikschule Nürnberg in der Friedrich-Wanderer-Grundschule und fast allen Kindertagesstätten sowie in der schulvorbereitenden Einrichtung Lorzingstraße vertreten. Die Kulturwerkstatt auf AEG in Muggenhof ist nun seit über 5 Jahren Kulturort im Nürnberger Westen, Haus der kulturellen Bildung, Bühne der freien Subkultur und Treffpunkt für Vereine. Sie bietet Platz für die Begegnung in Workshops, Mitmachangeboten auf Open-Air-Konzerten und in Ausstellungen. Die 5 Kultureinrichtungen unter einem Dach bieten Angebote für alle Altersgruppen und decken dabei viele verschiedene Kultursparten ab. Ein Höhepunkt im Jahr 2022 wird hoffentlich wieder das Stadtteilfest Muggelei sein, das 2-mal pausieren musste und nun für den 26. Juni in der Wandererstraße 140 geplant ist. In den Seniorennetzwerken arbeiten viele Organisationen, Einrichtungen, Initiativen und Engagierte zusammen, sodass es für alte Menschen leichter wird, in ihrem vertrauten Wohnumfeld zu bleiben und am Leben im Viertel teilzunehmen. Die Seniorennetzwerke informieren und beraten Seniorinnen, Senioren und deren Angehörige, verbinden Begegnungen mit Gesundheitsangeboten und unterstützen auch in Corona-Zeiten. Die Ansprechpartnerinnen sind Elisabeth Google für das Seniorennetzwerk Wörth und Anna Miller für Eberhardshof, Muckenhof und Gostenhof. Ein besonderes Angebot für die Bürgerversammlungsbereiche hält nach wie vor die Polizei bereit. Bei den Polizeiinspektionen sind dafür sogenannte Stadtteilbeamte im Einsatz. Sie dienen jedem Bürger als Ansprechpartner und stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Zuständig für den Nürnberger Westen sind die Stadtteilbeamten der Polizeiinspektion West unter der Telefonnummer 6583 1125. Bei Fragen in der Altstadt erreichen Sie Ihre Stadtteilbeamten aus der Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 2112 6115. Im Bürgerversammlungsbereich 8 sind die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg Ost zuständig. Sie erreichen diese unter der Telefonnummer 9195 115. Wir hoffen nun, dass aus der heutigen Bürgerversammlung von Ihnen weitere wichtige Anregungen kommen, um die Entwicklung der Stadtteile in den Bürgerversammlungsbereichen zu stärken. Diese Präsentation ist in einer längeren Version mit zusätzlichen Informationen auf unserer Internetseite www.bürgerversammlung.nürnberg.de sowie auf YouTube unter NBG Bürger zu sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.